Aber ich mach die nie wieder, Leute. Ich mach die nie wieder. Egal, was ich mache im Leben. Ich spiele Insoy, ich spiele Live by You, ich spiele Sims 5. Ich mach nie wieder die One High Baby Challenge. Nie wieder in meinem Leben. Es reicht. Es reicht. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu One Hour Baby Challenge, die Challenge, wo wir versuchen 100 Babys zu bekommen. Und wir sind am Ende von Daisys, ja würde ich mal sagen, Riege angekommen. Daisy hat die letzten Kinder letztes Mal bekommen und jetzt werden wir die Kinder, die sie bis jetzt hat, großziehen und dann geht es in ein neues quasi Zeitalter. Die dritte Matriarchin wird großgezogen und das ist Sakura. Und mit Sakura werden wir dann die dritte Matriarchin in der One Heart Baby Challenge haben, die dann auch die Challenge abschließt, denn sie ist das 89. Kind. Wir brauchen also noch 10 Kinder. Und dann haben wir die Challenge geschafft. Und jetzt geht es weiter. Also ihr seht, wir haben immer noch echt zu viele Kinder. Die Kinder, die regen mich ein bisschen auf. Und wir haben das jetzt ein bisschen anders gemacht bei Daisy, dass wir ein bisschen in eine Speed-Challenge gegangen sind. Also da ging es nur darum, dass keine Kinder wirklich weggenommen werden. Die Altersspanne ist auch auf kurz gestellt. Und wenn Sakura dann älter geworden ist, werden wir mit ihr dann entsprechend ja, das normal wieder stellen. Also normale Challenge wieder, normale Regeln einstellen. Und das wird dann der Abschluss sein. Ich bin gespannt, wie es wird und was wir heute schaffen werden. So, dann würde ich mal sagen, nicht lang schnacken machen. So, was ist denn los? Warum? Nee, nee, du machst dann bitte erstmal was zu essen, okay? Und was haben wir hier? Du stinkst. Also das ist ja typisch für alle hier. Warum bist du eigentlich draußen? Weil ich habe das eigentlich zugeschlossen für alle Kinder. Naja, geh du erstmal bitte nach unten. Das wäre super. Du schläfst. Du schläfst da. Kannst du nicht da schlafen? Das wäre ja wunderbar. Du bist auch müde. Geh einfach da pennen. So. Dann kannst du doch mal... Kannst du schon irgendwas eigentlich? Nee. Dann machen wir erstmal Kommunikation. Deine Mutter wird schon noch kommen. Keine Sorge. Die muss erstmal was essen. Das ist schon mal gut. Aber ich da fleißig lernen? Sehr gut. Sehr gut. Du lernst ein bisschen... Und du, meine gute Dame, warum gehst du zum Baumhaus? Nein, du sollst nicht zum Baumhaus gehen. Weißt du, was du machen sollst? Kannst du sie bitte hochheben? Hochheben, bitte. Und hier dann absetzen. So, warten wir mal kurz, dass sie es geschafft hat, dahin zu latschen. Kannst du das bitte machen, dahin? Genau. Die gute Daisy ist auch in der Form ihres Lebens, ne? Kurz davor zu altern. Genau, sehr gut. Irgendwer ruft uns an. Dort hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Wir wollen Verantwortung hochsetzen, deswegen ist der Lehrer dafür verantwortlich. Natürlich. Doch nicht mein Kind. So. Dalia da absetzen. Sehr gut. Und dann Ashton. Du kannst ja dann nochmal Ashton baden. Du hast ja zumindest noch ein bisschen... Hä, nicht warum Dalia? Ashton. Kannst du bitte Ashton waschen? Ja, genau. Bitte einfach loslassen. Warum hast du dich da hingesetzt, obwohl ich gesagt habe, du sollst Ashton waschen? Und Bad bitten. Du kannst ja nochmal hier waschen. Baden! Bitte! Nicht einfach wegmarschieren, Daisy. Mach doch einfach mal, was ich dir sage. Das wäre reizend. Damit dein Kind irgendwie nicht mehr so viel stinkt. Das wäre auch mal ganz gut. So, Denken haben wir, Kommunikation ist hoch auf Level 3, das ist gut, Bewegung brauchen wir noch, Fantasie und Töpfchen. Okay, mal gucken, ob wir das schaffen. Ba, ba, ba. Ansonsten, Lars ist wach. Dalia zuschauen, ja, guck ihr mal zu, wie sie da aufs Töpfchen geht. Vielleicht lernst du ja was dazu. Ansonsten, Lars, was hast du, was kannst du? Denken, Fantasie. Hier, guck mal. Dann geh doch mal hier hin. Lern mal ein bisschen was. Wunderbar. Wunderbar. Das bringt uns nicht, wenn wir dahin teleportieren. Wir müssen hier den guten Ashton mitnehmen. So, kannst du bitte hochheben? Nicht immer zum Baumhaus. Warum willst du immer zum Baumhaus? Lass das mal. Obwohl, ja, stimmt mal. Da ist,
ein Kind mal wieder am Schreien. Ich habe natürlich immer auf dem Schirm, dass ich da Kinder habe, Neugeborene. Immer natürlich. So, was ist mit dir? Hygiene. Oh, du bist auch nur am Stinken. All meine Kinder sind am Stinken. Wer hätte das gedacht hier von mir? Niemand. Ashton, was ist mit dir? Kannst du bitte Fantasie machen? Spielen bitte, dankeschön. Dann bist du jetzt noch da. Hallo. Warum schläfst du nicht? Schlaf bitte. Du bist immer noch müde. Und du bist auch müde. Schlaf einfach. Schlafenszeit. Einfach Schlafenszeit für alle bitte. So, okay. Warum? Was machst du jetzt? Nee. Lass einfach. Du kannst doch bitte mal schlafen, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Dann müssen wir nur noch den guten Lilac baden. Oh Gott. Und du bist auch am stinken, Lars. Alle stinken mal wieder. Ah! So, okay. Du schläfst. Du stinkst, aber du bist auch müde. Dann kannst du erstmal schlafen. Das sehe ich doch gerne. Du bist zumindest noch ein bisschen mehr wach. Dann kann die gute Daisy gleich mit dir ins Bad gehen. Aurora möchte quatschen. Ja, dann können wir ja mal quatschen. Ach, der schreit wieder Kinder. Toll. Nee, ich möchte gar kein Angebot von dir, du. Ich komme klar, wie man sieht. Das mache ich gerne hier. Das ist einfach easy peasy. Okay, ihr beiden Kinderchen, dann, wie seid ihr denn in der Schule? Drei Grundschüler, boah, da hättet ihr euch schon mal ein bisschen anstrengen können hier. Dann müsst ihr aber hier mal ranhalten und vor allem Hausaufgaben machen. Bevor ihr euch duscht, fertig macht und so weiter, erstmal Hausaufgaben machen. So, dann kannst du jetzt mal verwenden. Maurice, ich weiß gar nicht mehr, wer du bist. Und ich will auch keine Verabredung mit dir. Ich habe genug Kinder gerade. Daisy ist dann. Eigentlich müssten wir einen Lebensgefährten finden. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Idee. Ich glaube, der Einzige, der noch lebt von den ganzen Leuten, der wirklich ein Unikat war, ist entweder Vlad oder Servobot. Und ich glaube, Daisy wird dem Servobot verfallen. Ich bin voll dafür. Servobot ist der Bot. Ich glaube, wir müssen mit Servobot zusammenkommen zum Schluss mit Daisy. Ich bin dafür. So, Gudi, dann kannst du doch mal bitte baden. So, was ist hier los? Nicht heulen, einfach arbeiten an deinen Fähigkeiten. So, hier bitte schön, ein Gericht nehmen. Bewegung, denken. Okay, denken brauchst du noch ein bisschen. Simshape spielen. Ja, sie ist streng auf jeden Fall. Ich bin auch eine strenge Mutter. Ich bin zwar keine Mutter, aber ich wäre streng. Auf jeden Fall wäre ich streng. Bei so vielen Kindern. Wer schreit denn hier wieder? Sakura. Boah, ich hoffe so sehr, dass sie ein einfaches Kind wird, ey. Ach so. Ich habe eben gerade gedacht, warum kann ich denn hier nichts machen? Okay, du... Ja, guck mal, ihr macht beide die Hausaufgaben. Sehr gut. Dann solltet ihr ja trotzdem Zweiergrundschüler morgen werden. Sehr, sehr gut. Hausaufgaben 50% erledigt. Wunderbar. Haben wir gut gemacht. Kannst du eigentlich schon aufs Töpfchen gehen? Nein. Gut, dann bring ihn das doch mal bitte bei. Gute Daisy. Lilac. So, eigentlich wollte ich ja mit euch hier, beziehungsweise du machst das schon selber. Das ist ganz gut. Du kannst ja hier mal irgendwas Schnelles essen. Ess mal Erbsen. Erbsen, Gudi. Hi, Abby. Welcome back. Hallo, Naido. Fan. So, Gudi, das machen sie. Was macht ihr hier? Habe ich gesagt, dass ihr das machen sollt? Nein. Du kannst noch nicht richtig kommunizieren. Dann brabbel doch mal, bitte. Was ist mit dir? Kommunikation kannst du schon denken. Dann kannst du doch hier mal ein bisschen stapeln und so. Mach doch mal! Oh mein Gott, warum? Was ist mit dir denn da hinten passiert? Warum gehst du denn nicht ins Bett? Was ist denn mit dir? Warum? So, kannst du ja dann nochmal aufs Töpfchen gehen mit deiner Mutter. So, Leo hat das jetzt geschafft. Wer ist Leo? So viele Kinder. Immerhin. Okay. Dann. Sonst kannst du doch nochmal... Hast du nicht so ein Tablet? Guck mal, dann lern doch erstmal Simshape hier. So, du bist verspielt. Du solltest vielleicht jetzt nicht im Regen draußen spielen. So habe ich so das Gefühl. Aber du machst schon, was du machen willst, ne? Iss mal auch mal Erbsen. Wir haben ja nicht so viel Geld.
Und du solltest vielleicht jetzt nicht baden gehen, sondern einfach duschen. Mach das doch mal, bitte. Dankeschön. Hallo? Warum? Ach, der hat bestimmt wieder in die Hose gemacht, ne? Geh du mal hier. So, okay. Okay, okay. So, beibringen aufs Töpfchen. Wer ist das? Ich glaube, hier, so. Geh einfach ins Bett, genau. Einfach nicht heulen. Einfach schlafen. Einfach Schlafenszeit. So, bitte, dankeschön. Mach doch einfach. Ah, was machst du? Daisy, du... Gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich diesen Stuhl hier verkaufen muss. Also, ich mache extra diese Tür zu, ne? Dass die da nirgendwo mehr hingehen können. Und Daisy ist das komplett egal. Daisy nimmt die Kinder da mit. Ah, super effiziente Neugeborenenpflege, bitte. Dankeschön. Und du kannst ja mal bitte hier hingehen, damit du wieder reinkommst. Also ich mag halt die Stadt sehr gerne, weil es ein bisschen realistischer ist, auch mit dem Lärm und so weiter. Das mochte ich schon bei Apartmentleben. Aber ich kann es verstehen, wenn es entsprechend auch ein bisschen schwieriger ist, so auf Dauer. Oh Mann, ey, geh du doch hier einfach schlafen. So, kannst du bitte hier auch hochheben und hier reinsetzen? Was machst du? Na, Gott sei Dank legst du es hin. Oder was auch immer du da machst. Und du bist auch nur am Stinken, ne? Geh schlafen. Oh mein Gott. Geh du auch bitte schlafen. So. Leo ins Bett bringen. Zack. Bitte. Kannst du bitte schlafen? Warum heulst du jetzt? Schlafenszeit, bitte. Einfach pennen. Was ist mit euch? Und warum schläfst du nicht mehr? Schlafen. Weil du, Daisy, musst jetzt ein bisschen Essen machen. Okay, wäre das gut? Was machst du denn da draußen? Geh du mal duschen und dann solltest du dich auch mal bettfertig machen hier. Und du schläfst mal bitte richtig. Was ist denn hier los? Der Geburtstag von Daisy naht! Oh nein, wann ist es denn soweit? In 2 Tagen! Oh mein Gott, Daisy! Da müssen wir auf jeden Fall noch heiraten. Ah! Wir müssen den Servobot heiraten! Dafür bin ich, dass der denn hier einzieht und sie dann eine romantische Hochzeit haben mit dem verpackten Z. Aber es ist mir egal. Das ist mir egal. Wir brauchen für Daisy einen guten Abschluss. Und ich meine, sie ist ja ein Pflanzenzim-Abkömmling und dann mit Servobot finde ich gut. So, dann. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ja, geh du mal duschen, nicht baden, ne? Duschen, ja. Ich mach das lieber nochmal. Nicht, dass du dich dann umentscheidest hier kurzzeitig. Und dann Schlafenszeit. Was ist denn hier los? Kannst du hier brabbeln? Mach mal hier brabbeln. Nicht schreien, bitte. Dankeschön. Haben wir schon. Okay, dann machen wir hier Denken und Fantasie und sowas. Formen. Stapeln. So. Zack. Das Essen steht hier. Zack. Dann kannst du sonst auch nochmal, nachdem du da was gemacht hast, nochmal essen. So. Ach, Daisy darf noch nicht ins Bett, weil ein Kind schreit. Sakura ist nur am Schreien. So. Lars, sehr gut. Hast du gut gemacht. Dann kannst du ja mal hier ein bisschen essen. Essen, bitte. Und du machst jetzt denken. Denken und Bewegung, bitte. Dankeschön. Also das, was mich halt wirklich nervt, ist, dass die Kinder halt nicht wirklich schlafen. Also nicht mal, dass sie nur schreien oder Albträume haben, sondern einfach so, weil ist so. So, du kannst ja dann einfach schlafen gehen. Ja, du kannst dann nirgendwo hingehen. Genau, das habe ich schon extra so gemacht, du. Immer nur am Schreien, die Kinder, guck mal. Und jetzt so wächst du auch deinen Bruder auf. Ah, Sakura ist älter geworden. Ist sonnig. Oh, das passt aber auf jeden Fall. Hanako ist ruhig. Oh nein, jetzt habe ich Säuglinge, ihr Lieben. Oh nein. Sind die Kinder eingesperrt? Ja. Sonst kriege ich hier noch mehr die Krise, sag ich dir. Noch mehr die Krise. Noch mehr. So, jetzt setzt die Kinder mal einfach ins Bett. Wir müssen irgendwie klarkommen. Ich weiß nicht, wen du da haben wolltest, aber ist auf jeden Fall so. Ach, Batman, kann ich komplett nachvollziehen. Aufbauspiele ist super, aber in Sims geht es mir zu sehr ins Detail. Abstrakter reicht mir. Ja, das verstehe ich komplett.
Alles fein. So, dann Sakura und dann speichere ich mal kurz das Spiel. Wir sind auf der Zielgeraden jetzt. Wir müssen durchhalten. Ich finde auch, ne, wenn man so lange das schon gemacht hat, dann müssen wir das durchziehen. So, jetzt hör auf, Daisy. So, auf geht's. Wütend, dann geh doch einfach schlafen, wenn du wütend bist, weil du müde bist. Was ist mit dir? Warum? Warum denkst du nicht nach? So, okay. Kriegen wir das hin, bitte? Was willst du? Warum bist du denn wach, Katlea? Dankeschön. Oh Mann. Kannst du bitte hier kochen? Sie lacht währenddessen. Hier ein Kind schreit die ganze Zeit. Ist super. Aber ich mach die nie wieder, Leute. Ich mach die nie wieder. Egal, was ich mache im Leben. Ich spiele InSoy. Ich spiele Life by You. Ich spiele Sims 5. Ich mach nie wieder die One High Baby Challenge. Nie wieder in meinem Leben. Es reicht. Es reicht. Weil irgendwann ist es halt eben auch so, du hast überhaupt nichts mehr. Du baust gar nichts mehr mit den entsprechenden Personen auf, weil das einfach zu viel ist. Also die Kinder und so weiter sind einfach nur irgendwelche Produkte quasi. Die einzige, die mir wichtig ist Daisy. Die anderen halt schon gar nicht mehr. Und das ist halt ein bisschen schade. Ich sage halt der Lauf der Dinge, weil 100 Babys, da kannst du nicht zu jedem wirklich eine Bindung aufbauen. Oh Gott, aber guck mal, es ist still. Es ist still. Warum? Jetzt ist es am Heulen. Nein, 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 du heulst nicht. Du spielst gleich, bitte. Du wächst nicht die anderen auf. Ich wollte gerade sagen, alle schlafen. Girl, ich hoffe auch, dass das CC startet und dass du keine Probleme hast. Das klappt schon. Jetzt hast du die anderen Säuglinge da aufgewacht. Oh, bin ich froh, wenn diese Kleinkinder weg sind. Wann ist es denn soweit? Oh, jeden Moment können sie altern. Oh Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ist denn mit dir? Wütend? Ja, chill mal. Chill mal dein Leben hier. In Schlaf wiegen, bitte. Komm, steh auf. Schnell. Schnell! Einfach schlafen, bitte. Dankeschön. Schlaflied spielen. Oder, nee, schlafen wieder. Okay. Immerhin. Immerhin hier. So. Dann kannst du ja wieder... Nee, doch noch nicht. Du kannst ja noch nicht aufs Töpfchen gehen, ne? Kannst du bitte hierher kommen und Lilac aufs Töpfchen bringen? Dankeschön. Okay. Nein, bitte beibringen aufs Töpfchen. Bitte nicht abbrechen, was ich dir sage, Daisy. Mach einfach das, was ich sage. Okay. Du kümmerst dich jetzt bitte um dich selbst. Ihr seid schon groß. Ihr seid Schulkinder. Ihr seid groß genug für mich, okay? Ihr kriegt das schon hin. Und dann so, danke dir für den Follow. Mach das schon. Okay. Nee, da kommst du nicht hoch. Chill mal dein Leben hier. Kannst du da hingehen? So. Alle Kinder sind gerade aufgewacht. Ich hasse das alles gerade hier. So, ihr könnt ja mal reden, bitte. Dankeschön. Werdet doch einfach alle älter, bitte, jetzt. Werdet einfach alle älter. Werdet doch einfach alle älter. Das wäre famos. Das wäre famos. Du kannst ja dann auch mal aufs Töpfchen gehen hier. Dann machst du so. Du kannst ja Daisy um Töpfchenhilfe bitten. Dankeschön. Guck mal, es ist jede Sekunde so weit, dass sie einfach altern. Oh, das wäre so gut. Leute, dann habe ich Kinder. Ah, Katlea ist in der Schule. Was machst du? In Grundschule besuchen, okay. Da mal fleißig lernen, bitte. So, du bist auf Toilette. So, hier. Wer ist, bist du denn? Sakura. Mach mal super effiziente Säuglingspflege hier. Kannst ja auch mal aufhören hier. Das Kind macht das schon alleine. Oh Gott, diese Kinder. Gott, diese Ruhe, die gleich kommen wird, Leute. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Dann haben wir nur noch Säuglinge. Säugling, Kinder. Oh. So, Sakura. Nee, da bist du. Sakura, du kannst ja mal hier Spielzeug ansehen, bitte. Dass du mal ein bisschen hier besser wirst. Und du kannst ja mir hier Hanako hochheben. Oder absetzen. Hanako, kannst du das bitte mal machen? Hier ist ein Stinkekind. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Du musst aber auch schlafen. Geh einfach schlafen. Das wäre wunderbar.
Ach, Penn. Oh mein Gott. Ich hatte noch nie so viele Säuglinge, dass sie das gemacht haben gegenseitig. Wie süß war das denn? Kannst du hier... Nee, zusammen Bauchzeit verbringen. Was machst du denn? Tim Desaster? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen in Brigitte Volker verknallt. Ja, geh hin. Mach. Mach, mach, mach. Beziehungsweise, nee, du hast ja noch genug Energie, ne, für alles. Dann kannst du ja noch mal ein bisschen hier stapeln. Und ein bisschen hier Fantasie spielen. Dankeschön. Hä, du solltest einfach Bauchzeit mit der, mit Hanako verbringen. Was machst du denn? Spielzeug ansehen, bitte. Dankeschön. Hanako, gute Freundin geworden. Das freut mich aber ja. Hat auch Schrecken Sakura sehr gut. Spielsachen spielen kannst du danach gleich machen. Kannst du dann Bauchzeit verbringen? Oder stehst du nur wieder doof rum, Daisy? Stehst du nur wieder nur doof rum? Ah! Machst du jetzt mal bitte Bauchzeit, was ich dir gesagt habe, was du eigentlich machen sollst, bitte, Daisy? Kannst du mich bitte nicht ignorieren? Warum sitzt du denn da schon wieder? Daisy! Mach doch mal! Spielsachen spielen, bitte. Dankeschön. Du musst schlafen. Schlaf doch einfach, wenn du müde bist. Was ist mit dir? Mann, Mann, Mann. Wir haben gehört, dass du ein ziemliches Superhirn bist, Daisy. Das bin ich auf jeden Fall, du. Das bin ich auf jeden Fall. Da sehe ich mich. So, greifend schon freigeschaltet, Mensch. Kura, bist hier einmal on fire. Irgendwann heute wird es soweit sein. Die Kleinkinder werden Kinder. So. Was machst du da? Okay, hier schlafen liegen. Okay. Mach das. Mach das. Warum gehst du nicht schlafen? Warum machst du das nicht einfach? Penn doch einfach. Asakura pennt schon, Gudi. Oh Gott, so viele Kinder. Mittagessen servieren, mach mal Mittagessen. Mach mal Mittagessen. Kannst ja gleich ein Gericht nehmen. Was hältst du denn davon? Und werdet doch einfach mal älter. Was haltet ihr eigentlich davon? Also Kinder, hier, Ashton hat heute Geburtstag, Lars und Dalia. Und morgen haben Leo, Lilac und Daisy. Oh no. Da müssen wir eine Geburtstagsparty schmeißen. Wo ist denn Geburtstag? Da. Geburtstag! Daisy! Und Gast ist natürlich Servobot. Das ist die Annäherung, die wir brauchen. Und ansonsten laden wir so viele Kinder wie nur möglich ein. So. Fiona, Chloe, River. Loretta, Hannah, Tim, Benedikt, Saskia können wir nicht mehr, okay. Obwohl, ich glaube, wenn ich das jetzt mache, muss ich mal gucken. Obwohl, Kyra, unsere Ärztin, kann das ja mal machen. So, können wir nicht. Zeit für Ereignis. Ach, können wir hier, guck mal. 18 Uhr morgen. Und wir machen das natürlich. Bei uns zu Hause wäre natürlich wild. Aber ich will woanders. Ich will irgendwo... Sulani ist gut. Sulani. Da, wo sie die ganze Zeit gelebt hat. Da haben wir morgen um 18 Uhr eine Geburtstagsparty. Geburtstagsparty. So. Hauptsache, die Kinder werden da noch älter. Und dann geht's ab. Und dann nutzen wir die Geburtstagsparty, damit sie wieder mit dem Servobot anbandelt. Und wenn dann Sakura ein bisschen älter ist, können wir dann auch eine Hochzeit schmeißen. Ah! Dann die Kinder können ja nur Zweier werden. Heißt, dann müssen wir mit ihnen auf jeden Fall schauen, dass sie... Ja, rationale Sims mag sie. Das ist okay. Hallo? Naja, nerv nicht! So. Kannst du jetzt alleine... Du kannst immer noch nicht aufs Tröpfchen gehen alleine. Du kannst ja gar nichts! Kannst gar nichts mit Töpfchen. Was mit dir? Ach, Daisy, was machen wir denn hier? Komm mal her. Du bist ja schon wieder wach. Du pennst ja auch einfach nicht mehr durch, ne? Was ist mit dir? Bin ich froh, wenn du einfach ein Kind bist, ne? Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, mein Guter. So, und dann Ashton, bitte. Nochmal. Irgendwann wird sie mich nicht ignorieren. Zwei Grundschülerinnen! Nice. Nice, nice, nice. Dann könnt ihr ja hier gleich Hausaufgaben machen, ihr beiden. Habt ihr... Ja, euch geht's ja gut. Habt ihr sonst noch ein Projekt?
Sehr gut, weil dann könnt ihr auch noch gleich ein Projekt machen, damit wir wirklich sicherstellen können, dass die beiden morgen Teenager werden können. Dann ist eine richtig krasse Geburtstagsfeier. Alle haben Geburtstag. Alle richtig fette Geburtstagsfeier. So, hast du Ashton jetzt hier auf Toilette gebracht? Nee. Nicht sprechen, aufs Töpfchen bringen. Mach mal. Warum mich Sims frustriert? Genau das. Ich sag ihr mit dem auf Töpfchen, sie macht all das andere. Und nicht das, was ich ihr sage. Es ist so Mäusemelken. Ah. Naja. So, Vicente, Säuglingspflege bitte. Ja, du, ich würde auch gerne, dass du aufs Töpfchen beigebracht bekommst, aber du, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Daisy macht ja auch nicht das, was sie machen soll. Kannst du einfach dahin, bitte? Dahin? Dankeschön. Und super effiziente Babypflege da. Dankeschön. Spielzeug ansehen, bitte. Dankeschön. So, und dann beibringen aufs Töpfchen. Jetzt wirklich mal, Ashton, okay? Das wäre super, wenn du das mal machen könntest. Daisy, das wäre super. Mach das doch mal. Dankeschön. Jetzt Spielzeug spielen, bitte. Dankeschön. Ich sag euch hier. So, die beiden machen Hausaufgaben hier. Wieder auf diesem Bett. Witzig. Sehr gut, die beiden. Hast du Ashton auf das Töpfchen gebracht, was ich dir gesagt habe, was du tun sollst? Warum machst du das nicht? Es ist einfach frustrierend hier. Es ist einfach so frustrierend. Ah! Wie soll das denn gehen, Daisy? Wieso bringst du denn Ashton nicht richtig auf das Töpfchen? Was ist denn? Ja, als ob du durch die Wand durchschauen kannst. Ansonsten, was ist denn hier so los? Bewegung. Kannst ja mal hier bitte spielen. Dankeschön. Und du so? Kannst du mein Gericht nehmen? Genau, Essenszeit. Und kannst du hier ein bisschen was spielen. Was hältst du denn davon? So, spielen. Oh, Töpfchenhilfe. Das bringt mir halt nichts. Kannst du hier ein bisschen hier machen? Alle stinken schon wieder. Es ist leid hier. Sehr gut gemacht. Und Spielzeug ansehen, bitte. Spielen. Dankeschön. Macht einfach mal! Marvin, Desaster ruft an. Ja, können wir mal rangehen. Wo sind denn eigentlich deine Hausaufgaben? Ach nee, ich hab dich ja gar nicht da. Kannst du bitte Zusatzaufgaben machen? Was ist mit dir? Zusatzaufgaben bitte, dankeschön. Verwenden, dankeschön. So, dann mache ich mal hier sauber, ne? Weil hier alles schon wieder stinkt. Ich hab dir gesagt, du sollst auf Toilette gehen. Warum gehst du zuerst zum Kind? Ah, warum habe ich eine Warteschleife, die nicht funktioniert, Sims? Sims! Geh einfach bitte, dankeschön. Ashton ist älter geworden! Ich raste aus. Es passiert! Ich habe weniger Kleinkinder. Oh mein Gott. Endlich. Ah! Mein Gott, ich freue mich so sehr. Ah! Wähle eine Nummer zwischen 1 und 5. Die Antwort lautet 2. Mental. Wo die anderen restlichen Kinder sind, sind alle ausgezogen oder sind schon tot. Ashton! Maschine! Maschine! Finde ich gut. Kannst nicht duschen gehen, weil Wasserspartag. Das ist okay, dann gehen wir schlafen. So, Dahlia. Es ist auch bald für dich bei Zeit. Oh, ein Kind mehr. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Warum bist du denn nicht auf Toilette gegangen, Daisy? Oh, ich hasse es. Warum? Oh, diese Säuglinge machen das gesamte Spiel kaputt. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Kleinkinder sind echt nichts dagegen. Nichts dagegen. Oh, noch ein Kind. Dahlia ist älter geworden. Oh Gott. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 5. Die Antwort lautet 3. Motorik. Nice, Dahlia. So, Dahlia. Was für ein Shop. Kannst du bitte Hausaufgaben machen? Dankeschön. So, könntest du einfach bitte jetzt schlafen gehen, genau. Das wäre einfach, wär sensationell, du. Sensationell wäre das. Du schläfst, okay. Wo bist du denn? Warum schläfst du denn nicht hier im Bett? Warum machst du das nicht? Was ist mit dir? Wer ist denn eigentlich, irgendwer muss doch noch, Lars wird heute auch noch älter, Gott sei Dank.
Lars, werd einfach älter, du. Das wäre sensationell. Du machst Zusatzaufgaben. Ich glaube, diese Kinderbox werden wir mit denen nicht schaffen. Mit den beiden, mit Kalia und Dawn. Deswegen hoffe ich einfach, dass die gut in der Schule sind, gut rackern, gut ackern und da gut vorankommen. Und dann kannst du nämlich hier oben duschen gehen. Und dann gehst du auch einfach ins Bett. Straight ins Bett, bitte. Straight! Kannst du alle Namen auswählen? Nein, auf jeden Fall nicht. Kannst du auch über MC einkleiden? Ja, das Problem ist halt, ich kann sie nicht komplett verändern. Und das müsste ich halt im Create-a-Sim-Modus machen. Und das kann ich halt nicht, wenn so viele Leute dabei sind. Das ist das Problem. Und ob was kostenlos noch ist, Sims kommt, ich denke mal. Ich denke mal nicht, dass es das einzige Set ist, was jetzt wieder kostenlos ist. Bei Sims auch wirklich, ja, gucken muss, wo es bleibt. Aber was kommt, wann es kommt, I don't know. I don't know. Das weiß nur EA. So. Okay, du fütterst. Du fütterst es, das ist okay. Dani hat ihre Hausaufgaben für heute beendet. Nice. Dann mach mal das, was ich dir gesagt habe. Machst du weiter? Zusatzaufgaben abgeschlossen. Goodie. So gehört sich das. Achso, da kann ich jetzt nicht hin. Timensko, danke dir für den Follow. Kannst du bitte, nee, noch nicht ins Bett gehen. Du machst bitte hier einfach fertig. Und dann gehst du ins Bett. Das wäre fabelhaft, du. Das wäre fabelhaft. Und Ashton, wenn hier die anderen durch sind, kannst du ja auch mal duschen gehen. Das wäre noch fabelhafter. So, kannst du hier mal waschen? Weil es stinkt. Ach so, machst irgendwas. Okay, mach mal was. Freundlich zusammen Bauchzeit verbringen. Was hältst du eigentlich davon, dass du einfach mal schläfst? So, was hältst du davon? Energie ist runter. Würde ich echt viel von halten, wenn du einfach mal schlafen würdest. Einfach mal Schlafenszeit. Würde ich gut finden. Wirklich gut. So. Die pennen jetzt. Du pennst jetzt. Und wie bist du drauf? Nicht so gut. Aber ja, Daisy sollte selber jetzt hier ein bisschen mal um sich kümmern. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir hier auf Toilette und du gehst schlafen. Bitte, mach mal. Mach doch mal, was ich dir gesagt habe, bitte. Und jetzt nicht ignorieren, was ich mache, ne? Bitte, 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 bitte. Danke. Klatschen freigeschaltet. Okay, Sakura ist auf jeden Fall on fire. Lilac möchte einfach nicht schlafen. Tobsuchtanfall. Nee, lass mal. Schlaf doch einfach weiter. Was hältst du denn davon? So, okay. Du gehst jetzt bitte ins Bett. Das haben wir schon mal geschafft. Du gehst auch ins Bett. So, ihr Lieben, ihr habt es gesehen. Wir haben jetzt mehr Kinder. Das freut mich sehr. Die Kleinkinder sollten jetzt auch nächste Folge erwachsen. Genau, die Kleinkinder sollten erwachsen werden, die Kinder werden. Und Daisy wird Geburtstag haben. Da werde ich auch auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass der Servo-Board mit Daisy anbandelt. und die dann auch heiraten werden. Ich glaube, der Servo-Board ist echt eine coole Mischung für Daisy. Und vielleicht können wir das auch schon vorher machen, damit er mir ein bisschen hilft bei der Erziehung. Das wäre vielleicht auch eine ganz nice Sache. Und ich freue mich schon sehr zu gucken, wer denn Sakura wird und wie sie sich dann machen wird. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter und bis dahin!